So, wir sind auch wieder hier auf der Karte, denn uns fehlen eigentlich nur zwei Türme. Aber das ist jetzt nicht das, was uns interessiert, sondern die Story interessiert uns jetzt auch. Oder wir machen vor diesem Machtkampf, der da gleich ist. Was soll das werden, wenn wir fertig sind? Eine neue Straße? Ein neues Fundament? Bleib einfach ruhig und grab weiter. Oder die Orks machen das Loch zu deinem Grab. Na nicht hier, Gelaia Mordor. So. Machen wir das gleich. Kein Mensch oder Uro kämpft gegen mich. Nur eine Bestie würde es wagen. Sehr schön, also bis jetzt. Guter Kampf. Frucht von mir zerquetscht zu werden, du Schrack. Ja, gerne. Oh, warte, vorher hast du mein Schwert jetzt gemacht. Ich selbst töte ihn. Du kannst mich nicht verletzen. Noch du und ich. Du Dummkopf, nie und nimmer! Nur wir zwei! Oh shit. Er ist noch nicht. Darauf habe ich gewartet. Nein, so nicht. Aber so vielleicht. Nicht geklappt. Du bist auch dieses Mal nicht. Ja, es ist ein harter Kampf gegen den. Aber es ist gut, dass immer ein paar Orks dazwischen kommen.
Ich selbst töte! Du versuchst es doch tatsächlich noch einmal! Darauf habe ich gewartet! Ich zerquetsche dich wie einen Strohhalm! Er ist weg! Schätze ich! Sich bestimmt freiwillig vom Grabwandler töten lassen. Stell dich mir! So erwischst du mich nicht! Was gibt's echt? Das war wohl das, ganz sicher. Sei für mich! Zeit zu sterben! Jetzt kotzt mich noch ein bisschen an hier. Du dummer Schrak! Wolltest du gegen mich kämpfen? So geht's mal nix. Du hast mit Saurern zusammengearbeitet. Aber gut, jetzt gehen wir zur Beste. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen. Torben! Achtung, Jungchen! Ihr geht auf die Jagd! Achso. Ein tödlicher Jäger braucht ein tödliches Reittier. Vorsicht, er ist bereit fürs Mittagessen. Du musst ihn brechen! Und ich muss dich auf Trab halten! Okay. So. So kurz es auch sein mag. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Sicher. Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Torwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Graug erwischt. Ich bin bereit, gegen den Graug zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpfen. Ohne Kunst, ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Graug ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Graugs sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Graug ist lange her.
Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Torven dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. So. Oh. Die Cargo sind zu ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Worauf wartest du noch? Auf einen Befehl? Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torben sagt. Regel Nummer 1. Egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ein Schädeltreffer wird ihn verwirren. Okay.
sehr schön. Ich das will mit dem. Was habe ich mir gemacht? Problem Nummer 1, ich habe keine Freunde mehr. Das war nichts, was ich weiß, was ist.
funktioniert nicht so, wie du willst. Okay, jetzt kommen wir. Nein! 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 Bis zum nächsten Mal, bis dann, Leute. Ciao.